Hi Leute, da sind wir wieder zurück zum 16. Spieltag der 3. Liga gegen Fortuna Köln. Und wir sagen mal gleich, geht drauf, wir wollen dir mal gleich was zeigen. Wir wollen mal gut machen für das letzte Spiel. Hoffe ich mal, dass unsere Jungs das machen, das wäre schön. Wir haben jetzt mal gleich eine Möglichkeit in der 8. Minute, aber erst weitlich mit der ersten Ecke. Die Ecke wird kurz ausgeführt und der Ball landet bei Halimi, der sieht, dass ein wenig Platz hat, macht ein paar Schritte Richtung Strafraum-Ecke und zieht dann aus relativ spitzen Winkel ab. Der Ball streicht etwa einen Meter über das Tor. Und Klaus Koster darf gehen. Jetzt darf Sascha Schünemann wieder seine Chance kriegen. Das ist auch schön für ihn. Wadenprellung. Oh, Prellungen sind extrem weh, das weiß ich. Klaus Koster raus, Schünemann rein. Das ist kaum Verstechung. Schünemann ist ein guter Mann. War ja am Anfang der Saison eigentlich noch gesetzt neben Putze. Koster ja nicht so, dann hat sich ja Schünemann verletzt. Da war Koster drin, der bis jetzt immer gut gespielt hatte, aber ja, jetzt hat er sich verletzt. Geht drauf, Jungs. Jetzt Franco Kuzella mit einer gelben Karte. Nimmt da einen Ball mit der Hand mit und versucht sich einen Vorteil zu verschaffen. Ferdinand Hofmann stand gut und hat alles gesehen. Uzelak mit einer gelungenen Aktion gegen Clau Oliveira Sosa. Holt baut da einen Angriff auf. Schön. Jetzt müssen wir einen Angriff aufbauen und vielleicht auch mal eine Möglichkeit herausspielen. Wo wieder in den ersten 10 Minuten eine Möglichkeit. Das geht doch nicht, Jungs. Christopher König mit einer Mahnung nach einem Foul gegen Marco Königs nicht einverstanden und teilt dies dem Schiedsrichter deutlich mit. Der zückt darauf die gelbe Karte für den Berlin. Warum meckern die denn alle? Ich hab den noch, ich geb den jedes Mal Strafe. Und trotzdem schaffen sie es, die Leute anzumeckern. Das ist ja so, das geht überhaupt nicht. Ey, Jungs. Sosa lässt da leicht den Ball an Putze abjagen. Da hätte er einfach abspielen sollen. Oh, Sosa, Putze gut gemacht. Und Riesenchance in Köln. Jetzt für Köln bestimmt. Dynamo Dresden kontert jetzt 5 gegen 4 Überzahl über Martin Wagner. Der sieht, Halimi ist durch und hat nur noch André Pockenborg vor sich. Heber. Genau da die Latte. Halimi. Yes, Mann. Schönes Ding. Burkhardt 1,5. Schienemann 1,5. Schönes Ding von Halimi. Schon mit seinem 7. Treffer. Und die nächste Möglichkeit nach einem Fehlpass von Ufara kommt Schünemann an den Ball und bedient Halimi in der Mitte. Der dreht sich dringend bis zu Strafraumlinie vor und legt zurück auf Sascha Schünemann ein. SC-Akteur klärt in letzter Sekunde zur Ecke. Boah, richtig gut gespielt von Schünemann und Halimi. Weitlich jetzt mit der Ecke. Kommt die hin, kommt die gut. Tobias Fink setzt sich gegen Moritz Hartmann durch und klärt eine Ecke von Weidlich per Kopf. Also das ist nochmal eine Antwort hier. Weiter so, Jungs. Knifflige Entscheidung in Köln. Jetzt darf bestimmt einer gehen. Ja, will an den Strafraum eindringen und wird von wird an der Strafraumgrenze von Uzelak zu Boden gebracht. Schwierige Situation für den Schiedsrichter. Gibt bestimmt 11 Meter. Zögert einen Moment. Elfmeter. Was sag ich denn? Ey, die kriegen noch immer einen Elfmeter, wenn sie irgendwie Strafraum knapp so hinfallen. Das ist immer dasselbe. Ich könnte kotzen. Wie siehst niemals, dass. Nee, ist kein Elfmeter. Aber wenn wir das dann machen, dann ist es kein Elfmeter. Königs legt sich immer zurecht. Der macht ihn. Ist immer so. Langer Anlauf. Also, genau. Ja, was sag ich? Das gibt's nicht. Ach, ey, Mann, Junge, Uzelak, was soll denn das? Das ist immer diese Unerfahrenheit. Ja, jetzt ist die Führung nichts mehr wert. Schöne Scheiße, danke. Danke, Uzelak. Aber wir haben auch nochmal eine Möglichkeit. Schöner Steinpass auf Moritz Hartmann, aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig weit vorbei und vollkommen harmlos. Was ist mit Hartmann los? Aber bestimmt ein schöner Pass von Schünemann. So, wir loben jetzt Burkhardt, wir loben Schünemann, wir loben Halimi. Wir motivieren mal wieder Moritz Hartmann. Und wir motivieren mal Weidlich. Okay, der lässt sich nicht motivieren und sagt sich, nö, brauche ich nicht. Ich bin arrogant. Dann lass mal für Aufsehen sorgen, das hoffe ich mal auch.
Zweite Halbzeit startet. Geht mal gleich drauf. Halimi von der 1 auf der 2,5. Hier jetzt mal eine Möglichkeit. Cool, die erste. Hartmann dribbelt sich seinen Weg quer durch die Spielhälfte der Südstädter. Leider wirkt er am Ende etwas zu verspielt und verpasst den richtigen Moment auf den Abschluss. Daniel Flottmann kann seinen Schuss also mit einem Grätschenschritt unterbinden. Flottmann liefert sich damit Sascha Schimmel ein hartes Duell an der Außenlinie und bleibt schließlich siegreich. Damit hat er auf jeden Fall eine gefährliche Flanke verhindert. Weiter so, Jungs. Oliver Schröder jetzt für Fabiano. Mensch. Jetzt macht den Ball rein, ey. Jetzt darf Flottmann gehen. Der hat doch gar kein schlechtes Spiel gemacht. Durch die Mitte jetzt. Die gute Möglichkeit. Nee, doch nicht. Freistoß von links, aber Wagner kann gute Freistöße. Huselak erwischt den Freistoß von Martin Wagner per Kopf. Doch kein Problem für André Pockenborg. Die nächste Möglichkeit. Die sieht besser aus. Hartmann sieht aus 15 Meter ab, setzt die Kugel aber über die Latte. Erwin Drüppel darf jetzt für Weidlich rein. Und wenig später lässt oder schießt Halimi knapp am langen Pfosten vorbei. Jetzt spielen wir schon besser. Jetzt macht den Ball rein. In Fortuna Köln. Welcher Platz ist denn Fortuna Köln? Die sind 11. Jetzt macht den Ball. Oh, und jetzt die Möglichkeit. Die Trainer spielen kurz. Doppelpässe im Strafraum. Der Spieler von BFC und Marco König schießt ab. Tim Siegemeier taucht hinunter und lenkt die Kugel zur Ecke. Boah, Siegemeier. Starke Aktion von Tim Siegemeier. Sosa. Jetzt mit der ersten Ecke für für Fortuna Köln. Aber Siegemeier flickt den Ball sicher runter. Vielleicht geht ja in der Schlussphase noch etwas vor den beiden Toren und die Teams legen noch einen Zahn zu. Johannes Rahn muss gerade wegen einer Attacke von Sascha Schimmern an die Schulter behandelt werden. Voller Angriff. Andreas Glöckner für Christoph Andersen. War doch auch Ingolstadt-Spieler. Jetzt hier mit einer Möglichkeit. Komm, Schienemeier tankt sich auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum und sucht den Abschluss. Doch Keeper André Pockenborg pariert seinen Schuss. Mann, Jungs! Jetzt nochmal pressen. Volle Kanne pressen. Andreas Glöckner jetzt auch gleich mit der ersten gelben Karte nach 4 Minuten oder so, 3 Minuten. Tritt Halimi absichtlich herum. Ja. Der Ball war längst weg. Rot wäre die Erische. Greift gnadenlos durch und gibt nur Gelb. Das ist doch Bullshit. Halimi sucht Hartmann. Trifft die Beine nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert. Langt die Kugel dennoch zu diesen. Aber der gefährliche Stürmer kann den Ball trotzdem stoppen. Scheitert sich mit einem Flachschuss aus einem Meter. Kletz reagiert. André Pockenborg. Mann, die Junge. So, war kurz schnauben. Nur jetzt kommt Hartmann raus. Nee, kommt jetzt nochmal rein. Voller Angriff, hat er sagt. Ist mir doch scheiße, ja. Ich könnte mir jedes Mal von der Tribüne schmeißen. Ich sehe das halt nie ein. Komm, Ninje. Mach den Ball jetzt nochmal rein. Los, macht den rein, los. Ihr seid doch klar besser, macht doch die scheiß Mummel rein. Was gibt's doch nicht? Mann, ey, schon wieder so scheiße nach vorne gespielt. Reißt euch doch mal zusammen. Oh, Mann, ihr Affen. Behinderte Affen sind das für mich. Nix Konzentration, keine Ausdauer, nix. Burk hat wieder ein gutes Spiel gemacht, aber was machen die anderen? Uzelak, diese blöde Aktion vorhin. Das ist einfach Dummheit.
Mann, ey! Streckt euch doch mal an! Die kommen alle näher! Überlegt doch mal! Am Ende der Hinrunde müssen wir verkacken, ist klar, ihr Affen! Nee, kein Bock weiter. Ich krieg die Krise, ich kau die alle tot. Alle bei mir entlassen. Zweite Mannschaft scheiße ich gerade drauf. Was soll ich denn da hinstellen? Wir haben keinen zweiten Stürmer, ihr Spusten. Genau, ich steck Kaiser da. Nee, ist klar. Was steht. Nee, wie soll ich da jetzt hinstellen? Kaiser, Lukas Rehbein. Ja, verpiss dich los, Costa, ey. 8 Tage ist er weg. Und Schünemann spielt so jetzt, weil er klar bessere Form hat. Ist so eine freie Woche, also. Vielleicht. Reicht es mal den Jungs? Ja, nee, Winnie. Nein. 3-0 BFC, siehst du? Kevin Doyle weg zur FC Utrecht. Wer so alles so nicht spielt, ne? Kevin Doyle, irischer Nationalspieler, ist das bei uns? Weiß ich gar nicht. So. Wir gucken uns das mal an hier. Daniel Kaiser mit Treffer, David Breit gar nichts. Brunemann mit einer Vorlage, Nils Göwicke mit einem Tor. Lago und da die Defensive auch wieder gut gestanden. Großartige Spieler feiern bis zum frühen Morgenstunden, die Spieler verlieren, ja okay. Interessiert an uns, schön für die. Zweite Mannschaft. Ich würde Daniel Kaiser, so. Nils, wo spielt eigentlich der Nils? Weiß ich auch keiner. Jugendspieler, Trainingsziel erreicht. Oliver Schieber. Kann er vom Youngster noch ein bisschen was lernen? Walch. Akay, unserem Türken. Jugend, okay, ist alles so. Jetzt müssen wir wieder mit den Jungs sprechen. Ja, gib im Training alles zu, Salak. Köhne. Mensch, Jungs, ey, ist das peinlich. Cleverer vom Tor, bitte. Ja. Es werden mit hohen Flanken gespielt, das verstehe ich nicht, die Logik. Rede mal in die. Der Kapi zögert nicht lange, wartet sie kurz. Ich werde mal mit, gleich mal schnappen, sagt er und verfindet kurz. 10 Minuten kommt er wieder, so ich habe mit. Er wusste gar nichts von, okay. Kannst auch keinen Ohrmusikputzer loben. Christian Preis kann man loben, Amtrick kann man auch loben, schön. Kevin Hanf kann man euch auch wieder loben. Martin Wagner. Nee. Sascha Schünemann, den kannst du auf jeden Fall loben. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Gehen wir mal weiter. Navigationssystem versagt. Schon wieder die Frische kaputt. Schön. Costa ist wieder fit. Halimia Trainingsziel. Keine Freikarten mehr. Ja, ist mir doch egal. Hört auf um zu heulen. Jetzt der Würzburger 16. Jetzt müssen wir aber auch gewinnen. Und Weidlich verletzt sich wieder 10 Jahre. Och Mann, ey. Klaus Costa ist wieder fit. Halimi Trainingsziel. Was hat er denn da? Beweglichkeit. Kann er bitte auf 70 trainieren? Händel erreicht auch Trainingsziele. Ist auch noch stark für ihn. Spielt kaum und entwickelt sich trotzdem. Von den Werten her. Würzburger Kicker ist besonders motiviert, Weidlich. Hüftverletzung, 2 Wochen für Marcel Lenz. Müssen wir Dings hier runter, Bernhard Händel. In die Reserve für 2 Wochen. Christian Preis und dann brauchen wir noch ihn aus der zweiten. Wen können wir denn da mitnehmen? Den Nils. Oder Lagu. Oder Fox nehmen wir mal mit.
So, dann spielt natürlich wie Erwig Trüppel. Und dann sprechen wir noch, machen wir schon mal die Taktik. Teamvergleich. Putze gegen Weiß. Duckfuß wird gedeckt und Tomek auch. Sonderbewachung für Nagi. Ohne Vorgaben. Sprechen wir nochmal schnell wieder mit den Jungs. Uzeljak, du hast Talent, mach was draus, genau. Muhovic, du hast gut trainiert. Weidlich, du hast gut trainiert, okay. Schneid abkaufen. Ballons, da muss ich echt mal verbessern. Burka, du musst Schneid abkaufen. Putze, du hast gut trainiert. Ja. Zum Sieger mal, wir brauchen nicht mal Topform. Hau da mal echt Moralform. Punkt und Moral. Und dann ist er gleich auf eine 63. Ich geh mal weiter runter. Johnny Fox, du hast tot genäht. Martin Wagner, das ist der schöne Mann. Auf jeden Fall. So, und dann steht das Spiel an gegen Würzburger Kickers. Das sehen wir dann also. Haut rein, bis dann und ciao.